Ein fast unüberwindbares Hindernis für einen ungeübten Rollstuhlfahrer. Und auch das Ticketlösen am Fahrscheinautomaten wird zur echten Herausforderung. Genau, das Höchste, was wir haben, ist... Ist zum Beispiel mit der Höhe hier, dass man das alles mit einschätzen muss oder mit dem Ranfahren an den Automaten. Das weiß man so als normaler Bürger gar nicht. Also das muss man dann so als Rollstuhlfahrer alles erstmal üben und für sich dann auch das Beste rauskriegen, wie man es am besten regelt im Alltag. Schülerinnen der Gesundheits- und Krankenpflege aus Cottbus testen, wie barrierefrei die Innenstadt ist. Mit Rollstuhl, Rollator, Koffer und Kinderwagen starten sie den Selbstversuch. Nächster Test, das Straßenbahnfahren. Mit der Rampe lässt es sich bequem einsteigen. Jede Straßenbahn in der Innenstadt hat so ein Rampensystem. Trotzdem gibt es auch hier etwas zu verbessern. Also mit dem Einsteigen, das ging super, aber der Platz ist hier, man sieht ja, wie eng beengt ich hier stehe. Ist nicht schön, das Gefühl. In der Innenstadt kommen Menschen mit Behinderung eigentlich ganz gut zurecht. Vieles, wie abgeflachte Bürgersteige, sind den Bedürfnissen angepasst. Was mich ärgert, ist die Gedankenlosigkeit so ein bisschen. Es würde vielleicht auch helfen, wenn man über verschiedene Dinge mehr Zeit hätte zu reden. Mehr Zeit, um mit den Betroffenen zu reden und nach deren Wünschen zu fragen. Schon in der Planungsphase muss die Barrierefreiheit mit einbezogen werden. Ja, also wir haben immer wieder die Problematik, dass da, wo eine Einbeziehung nicht stattfindet, dass da dann das Endergebnis in der Bauausführung dann auch immer wieder noch fehlerbehaftet ist. Dass wir da also immer wieder Barrieren haben, die dann auch tauchen, die dann erst im Nachgang entdeckt werden. Ein erster Schritt. Bei allen Bauvorhaben der Stadt soll in Zukunft der Behindertenbeirat mit einbezogen werden. Bei der Planung und auch bei der Bauabnahme. Es gibt nicht nur Barrieren, auf die wir jetzt alle sofort kommen, also die Treppe, die zum Beispiel unüberwindbar für einen Rollstuhlfahrer ist, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Barrieren, seien Sprachbarrieren, Kommunikationsbarrieren, Barrieren auch in der neuen Medienwelt, in der Technik, die wir also wirklich auch mit im Auge haben müssen. Sie können mithelfen, Barrieren sichtbar zu machen. Unter der eingeblendeten Internetadresse können Sie diese melden. Denn jede Barriere ist eine zu viel. Das sollte dieser Aktionstag zeigen.